Hey Leute, Flo hier. Diesmal mache ich eine Reaction auf ein Video des Kanals Verborgene Geheimnisse TV. Wissen wir wirklich, welche Form die Erde hat? Denn niemand hat sie in ihrer Gesamtheit gesehen. Angebliche Fotos der Erde, die aber in Wahrheit vom Computer erstellt wurden und nicht die wahre Form unseres Planeten widerspiegeln. Das Wissen wird zum Nutzen einiger weniger eingesetzt, während die Menschheit in Lügen und Unwissenheit versinkt. Allerdings ist es auch auf einer flachen Erde möglich, die unerklärliche Tatsache der Verkürzung des Sekundenpendels, merkwürdigen Ergebnisse der Messung, sodass die Erde nach ihren Erkenntnissen ein längliches Sphäroid ist. Ganz im Gegensatz zu den Postulaten von Newton, diese Widersprüche haben viele zu der Annahme veranlasst, dass die Erde eine Geode ist. Die Lügen werden immer offensichtlicher. Und warum sind Expeditionen zum Südpol verboten? Ist es möglich, dass es jenseits des Eises andere Zivilisationen gibt? Oder vielleicht andere Welten unter unseren Füßen? Der Inhalt dieses Kanals erinnert auf den ersten Blick an diese reißerischen Pseudodokus, die manchmal nachts auf NTV laufen. Außerdem fallen Parallelen zu diesen diversen Mythenkanälen auf, die sich ja großer Beliebtheit erfreuen. Und das ist ja auch irgendwie verständlich. Viele fühlen sich ja von Mysterien und zuweilen dem Unheimlichen angezogen. Darum waren auch TV-Formate wie X-Faktor sehr beliebt. Während einem dort jedoch ein Jonathan Frakes am Ende der Sendung noch fragte, ob man denn diese Geschichte glaubte, wird bei den diversen Mythen-YouTubern leider allzu oft der Eindruck hinterlassen, es würde sich um Tatsachenbehauptungen handeln. Das ist natürlich problematisch, insbesondere da einige auch Verschwörungsmythen verbreiten. Während andere Kanäle dieser Art eher subtil den Verschwörungsglauben bedienen, zwingt einem dieser Kanal die Verschwörungstheorien und Fake News förmlich auf. Man muss sich nur mal die Videotitel anschauen. Hier wird gleich mal behauptet, Krebs wäre keine Krankheit, eine gefährliche Falschbehauptung. Es geht weiter mit den Reptiloiden, Evolutionsleugnung, Hohlerde, Außerirdische, Riesen, freie Energie und schließlich nun auch die flache Erde. Also ein wahres Schwurbelpotpourri. Angesichts der großen Reichweite dieses Kanals ist das meiner Meinung nach schon bedenklich. Da muss man sich nicht wundern, dass gefühlt immer mehr Leute auf Verschwörungserzählungen hereinfallen. Interessant ist auch ein Blick in den Kommentarbereich unter dem Video zur Erdform. Da findet man pures Comedy-Gold, aber viele Kommentare lassen einem nur mit dem Kopf schütteln und ja, machen einen regelrecht traurig. In diesem Video werden Falschinformationen verbreitet, dazu noch auf manipulative Art und Weise, die mitunter gar nicht so leicht zu durchschauen ist, wenn man sich nicht genauer mit dem Thema befasst. Also schauen wir uns das mal jetzt gemeinsam an. Doch zuvor noch kurz ein paar Worte in eigener Sache. Mein Discord-Server ist inzwischen offen, jeder kann gerne joinen und ich würde mich über interessante Diskussionen freuen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr Kanalmitglied werden oder Patreon nutzen. Die Links befinden sich in der Beschreibung. Vielen Dank. So, dann fangen wir mal an. Wissen wir wirklich, welche Form die Erde hat? Schon die ersten Griechen spekulierten und theorisierten über die Form unseres Planeten. Das Video beginnt mit einem historischen Überblick. Einige wie Homer vertraten die Idee, dass die Erde eine flache Scheibe sei. Andere wie Pythagoras oder Aristoteles stellten die Theorie auf, dass sie kugelförmig sei, weil schließlich die vollkommenste Figur in der Geometrie die Kugel sei, also müsste dies auch die Form der Erde sein. Andererseits war Anaximenes, einer der ersten griechischen Philosophen, fest davon überzeugt, dass die Erde eine rechteckige Form haben müsse. Doch erst mit Eratosthenes im 3. Jahrhundert vor Christus wurde die Kugelgestalt der Erde als Tatsache anerkannt. Okay, ich habe das jetzt mal durchlaufen lassen. Hier ist einiges irreführend dargestellt und teilweise falsch. Es soll ja so wirken, als wäre das eine chronologische Auflistung von Homer bis Eratosthenes. Man will den Eindruck vermitteln, dass die Leute halt an dieses und jenes glaubten, ohne irgendeine rationale Begründung. Als hätte da überhaupt keine Entwicklung stattgefunden. Tatsächlich ist die Auflistung aber nicht chronologisch, also ordnen wir das mal ein.
In dieser Reihenfolge wurden die Griechen im Video präsentiert. Fügen wir mal einen Zeitstrahl hinzu. Einige wie Homer vertraten die Idee, dass die Erde eine flache Scheibe sei. Ja, man kann Homer an den Anfang setzen. Bis ungefähr zum 6. Jahrhundert vor Christus war das von ihm geschilderte mythologische Weltbild mit Götter- und Heldensagen weit verbreitet. Seine Werke sind ja auch heute noch jedem geläufig, also jeder kennt die Irrfahrten des Odysseus zum Beispiel. Andere, wie Pythagoras oder Aristoteles, stellten die Theorie auf, dass sie kugelförmig sei, weil schließlich die vollkommenste Figur in der Geometrie die Kugel sei, also müsste dies auch die Form der Erde sein. Pythagoras, der um 570 vor Christus bis nach 510 vor Christus lebte, vertrat in der Tat die Ansicht, dass die Erde kugelförmig sein muss und begründete diese Einschätzung mit der hohen Symmetrie, die der Kugelgestalt innewohnt. Nun wird aber in dem Video Pythagoras in einem Atemzug mit Aristoteles genannt und unterstellt, dieser habe sich aus ähnlichen Motiven für die Kugelgestalt ausgesprochen. Pythagoras oder Aristoteles stellten die Theorie auf, dass sie kugelförmig sei, weil schließlich die vollkommenste Figur in der Geometrie die Kugel sei. Und das ist aber halt schlicht und ergreifend falsch. Zudem hat Aristoteles erst deutlich später gelebt. Er ist erst 384 vor Christus geboren, also über 100 Jahre nach Pythagoras. Aristoteles war schon einen deutlichen Schritt weiter und ging bereits mit einer wissenschaftlichen Denkweise an das Weltbild heran. Er bezeichnete Wissenschaft als beweisendes Verhalten. So ist er durch Beobachtungen und logische Schlussfolgerungen zu der Erkenntnis gelangt, dass die Erde kugelförmig sein muss und nicht aus irgendwelchen mythologischen oder philosophischen Gründen, wie in dem Video ja suggeriert wird. Eine dieser Beobachtungen besteht im Erdschatten, den man bei einer Mondfinsternis beobachten kann. Der stets runde Schatten ist nur mit einer kugelförmigen Erde logisch erklärbar und Flacherdler hadern bis heute mit dieser Beobachtung. Als einziges Gegenargument wird immer nur angeführt, dass eine Mondfinsternis auf einer kugelförmigen Erde ja eigentlich ganz anders aussehen würde, obwohl sich jede Mondfinsternis hervorragend beschreiben und erklären lässt im Rahmen des Kugelmodells, wie jeder mit Programmen wie Celestia oder Stellarium nachprüfen kann. Erdinfo hatte dazu mal ein sehr schönes Video gemacht. Derweil sehen wir hier, dass der Mondschatten perfekt zur Erdkrümmung passt. Die Flacherdler sind sich dem wohl bewusst, deshalb versteifen sie sich die ganze Zeit auf unwichtige Details, in welche Richtung etwa der Schatten verläuft. Unlogisch ist es natürlich jetzt hier, dass die Verdunklung am Mond, der sogenannte Erdschatten, oberhalb des Mondes ist. Das ist bei jeder Mondfinsternis immer dasselbe, immer ist der sogenannte Erdschatten oberhalb des Mondes, was komplett unlogisch ist. Einmalig. Nichts ist doch so aussagekräftig, wie etwas einfach nochmal zu wiederholen und in beiden Fällen keine Argumente, außer wie unlogisch doch alles ist, zu liefern. Die flache Erde entspringt halt immer noch dem völligen Unverständnis der Flacherdler. Ist euch bemitleidenswerten Marmelbirnen überhaupt klar, was eine Kugel ist? Des Weiteren hatte Aristoteles bereits festgestellt, dass sich die Sichtbarkeit von Sternbildern ändert, wenn man sich von Nord nach Süd bewegt. Auch diese Beobachtung ist logisch nur auf einer kugelförmigen Erde möglich und kann leicht nachgeprüft werden. Hier habe ich mal in Stellarium den Blick nach Norden gerichtet und den Polarstern anvisiert. Wenn wir uns jetzt entlang eines Längengrads bewegen, sieht man, wie die Sterne auf- und absteigen. Das geht in der Art nur auf einer kugelförmigen Erde. Und das ist der Grund, warum wir in Deutschland zum Beispiel das Sternbildkreuz des Südens nicht sehen können, während es in vielen Ländern der Südhalbkugel sogar diverse Staatsflaggen ziert. Zudem hatte Aristoteles bemerkt, dass man weiter sieht, je höher man sich befindet. Auch das funktioniert nur auf einer kugelförmigen Erde. Diesem Thema hatte ich schon einmal ein ganzes Video gewidmet. Es ist also absolut irreführend, es so darzustellen, als hätte Aristoteles einfach nur aus Liebe zur Symmetrie eine Kugelgestalt der Erde angenommen. Nein, er ist zu dieser Erkenntnis durch Beobachtung und logische Schlussfolgerung gelangt. Andererseits war Anaximenes, einer der ersten griechischen Philosophen, fest davon überzeugt, dass die Erde eine rechteckige Form haben müsse. Anaximenes, der im Video erst nach Aristoteles genannt wird, lebte eigentlich gut 200 Jahre früher, er ist ca. 585 vor Christus geboren.
chronologisch korrekt eingeordnet, entsteht also nicht das Bild eines Hin und Her der Weltbilder, wie im Video suggeriert wird. Vielmehr zeichnet sich eine klare Entwicklung ab, von religiösen, mythologischen Vorstellungen über philosophische Überlegungen bis hin zu naturwissenschaftlichen Ansätzen. Doch erst mit Eratosthenes im 3. Jahrhundert vor Christus wurde die Kugelgestalt der Erde als Tatsache anerkannt. Als der um 276 vor Christus geborene Eratosthenes den Erdradius bestimmte, stand das Wissen um die Kugelgestalt der Erde also bereits seit über 100 Jahren auf einem soliden Fundament. Mit Blick auf das weitere Video ist es relevant, dass wir uns mal genauer mit der Methode von Eratosthenes befassen. Im Grunde hat er einfach an zwei Standorten entlang eines Längengrads senkrechte Stäbe aufgestellt. Anhand der Schattenlängen kann man die Breitengraddifferenz zwischen beiden Standorten bestimmen. Kennt man die Distanz zwischen beiden Standorten, kann man diese einfach durch die Breitengraddifferenz teilen und erhält dann einen sogenannten Meridianbogen. Multipliziert man den Meridianbogen mit 360 Grad, erhält man den Umfang. Und aus dem Umfang lässt sich leicht der Erdradius berechnen über 2 Pi mal R. Das kann jeder leicht virtuell nachmachen mit Google Earth. Wählt irgendeinen Standort und messt die Strecke zu einem Standort, der sich auf dem gleichen Längengrad befindet. Teilt dann die Länge durch die Breitengraddifferenz und ihr habt einen Meridianbogen. Mal 360 Grad ergibt den Umfang und geteilt durch 2 mal Pi schließlich den Erdradius. Dass aus den Schattenlängen die Breitengraddifferenz folgt, lässt sich ganz einfach zeigen für den Spezialfall einer Tag- und Nachtgleiche. Dann steht die Sonne nämlich senkrecht über dem Äquator. Ich hatte dazu mal zu einem Experiment aufgerufen, an dem mehrere Personen aus aller Welt teilgenommen hatten. Zur Tag- und Nachtgleiche wurden die Winkel zur Sonne anhand von Schattenlängen bestimmt. Geplottet gegen die jeweiligen Breitengrade ergab sich eine schöne Ursprungsgerade. Der Winkel zur Sonne entspricht also zur Tag- und Nachtgleiche gerade dem jeweiligen Breitengrad. Die Winkeldifferenz aus zwei Messungen an zwei Standorten ergibt also nichts anderes als die Differenz der Breitengrade. Die Messung von Eratosthenes war aber für sich allein genommen nicht, wie im Video suggeriert, der entscheidende Augenblick, ab welchem die Kugelgestalt als Tatsache anerkannt wurde. Das war schon seit Aristoteles der Fall. Aber schauen wir mal weiter. Weiterer angeblicher Beweis wurde im 16. Jahrhundert von Ferdinand Magellan und Juan Sebastian Elcano angetreten, indem sie eine Expedition durchführten, die sie als Weltumrundung bezeichneten. Puh, das war aber ein großer Sprung. Dazwischen wurden natürlich noch weitere Belege für die Kugelgestalt erbracht. Der im Jahr 973 geborene Al-Biruni hat etwa ebenfalls den Erdradius bestimmt, diesmal aber anhand einer Messung der Absenkung des Horizonts. Ein Phänomen, das leicht nachgemessen werden kann und von Flacherdlern bis heute geleugnet wird. Die Weltumsegelung des Magellan, der streng genommen die Welt gar nicht umsegelt hat, weil er vorher umgekommen ist, wurde hingegen nicht in der Absicht angetreten, einen Beleg für die Kugelgestalt zu erbringen, wie im Video dargestellt. Vielmehr ging es um die Erschließung von Handelsrouten und Prestige. Dass die Erde kugelförmig ist, war ja schon längst erkannt, belegt und akzeptiert. Der älteste erhaltene Globus, der Erdapfel von Martin Beheim, wurde 1492 erstellt, Jahre vor Magellans Reiseantritt im Jahr 1519. Allerdings ist es auch auf einer flachen Erde möglich, einen Punkt zu verlassen und dorthin zurückzukehren. Dabei ist eine Umrundung der Welt einfach ein in Kreis fahren. Das ist richtig. Allerdings gilt das nur für Weltumrundungen in Ost-West- bzw. West-Ost-Richtung. Nun gibt es aber auch Weltumrundungen in Nord-Süd-Richtung, die einer flachen Erde klar widersprechen. Jetzt beginnt ein kleiner Ausflug in die mythologischen Vorstellungen alter Kulturen. Es wird über die Ägypter und Sumerer berichtet, sowie über die nordischen Kulturen mit ihren Vorstellungen eines Weltenbaums. Sagenhafte Erzählungen von einer Erde, die aus einem Leichnam einer riesigen Gottheit geschaffen wurde und so weiter. Er betrachtete den Leichnam, hob ihn auf und vollbrachte ein Wunder. Denn er teilte ihn in zwei Hälften, so wie man einen Fisch ausnimmt. Dann erhob er eine der Hälften in die Höhe. Aus dieser wurde der Himmel,
Die andere Hälfte breitete er unter seinen Füßen aus, um die Erde zu bilden. Es hat schon ein gewisses Geschmäckle, dass die religiös-mythischen Geschichten neben das Weltbild der alten Griechen gestellt werden, die sich eben von genau solchen mythologischen Erzählungen verabschiedet hatten, zugunsten von Naturbeobachtungen und Logik. Die Betrachtungen gehören also keinesfalls auf eine Stufe, das Video suggeriert es aber. Die mythologischen Vorstellungen können die Welt nicht beschreiben und haben auch gar nicht diesen Anspruch. Daher skippen wir mal diese Ausführungen, bis es wieder etwas Greifbareres gibt. Aber lassen wir die alten Texte beiseite und konzentrieren wir uns auf das, was uns die Wissenschaft über die Form der Erde sagt. Die Geodäsie ist die Wissenschaft, die für die Vermessung der Erde zuständig ist. Auch wenn die merkwürdigen Ergebnisse der Messungen offensichtlich einen wissenschaftlichen Streit über die Geometrie der Erdform ausgelöst haben. Nachdem nun also die Erkenntnisse der alten Griechen im Video als Mythen verklärt wurden, wird nun suggeriert, dass es später durch merkwürdige Messungen Zweifel an der Kugelgestalt gegeben hätte. Nein, das ist nicht der Fall. An der Kugelgestalt bestand keinerlei Zweifel aufgrund der zahlreichen Beobachtungen. Hier ging es im Grunde um eine Detailfrage. Ist die Erde eine perfekte Kugel? Nein, natürlich nicht. Besser lässt sich die Erde durch einen Rotationsellipsoiden beschreiben. Aber aus kosmischer Sicht ist dieser Unterschied klein. Links sehen wir einen perfekten Kreis, rechts eine Ellipse mit den Proportionen der Erde. Könnt ihr den Unterschied sehen? Diese im Video angesprochenen Zweifel beziehen sich auf die Frage, ob die Erde so oder eher so aussieht. Es ist eine Detailfrage. Natürlich ist sie wichtig und auch von praktischer Relevanz. Genaues Navigieren wird nur möglich, wenn man die Form im Detail kennt. Aber im Zusammenhang mit der Frage, ob flach oder kugelförmig, haben diese Details überhaupt keine Relevanz. Doch genau darum geht es doch in dem Video, oder warum sonst wurde die halbe Videolänge aufgebracht für Erzählungen von alten Kulturen, die an eine Fläche glaubten. Das Video liefert ein typisches Beispiel für Erbsenzählen, während der Braten vor einem liegt. Die im Video gezeigte Skizze ist, wie wir gesehen haben, völlig übertrieben dargestellt. Das muss man für Flacherdler auch immer noch dazu erwähnen, da sie gerne glauben, solche Prinzipskizzen würden nicht nur der Veranschaulichung dienen, sondern man würde glauben, dass die Erde tatsächlich so aussieht. Ein gutes Beispiel dafür liefert das Meme um Neil deGrasse Tyson. Auch er wurde mal zur Form der Erde gefragt und verwendete die Metapher einer Birne. Daraufhin ist bei Flacherdlern ein regelrechter Freudentanz ausgebrochen. Tatsächlich scheint sich kaum ein Flacherdler das ganze Interview angesehen zu haben. Denn dort erklärt Tyson, dass die Abweichungen so gering sind, dass die Erde aus kosmischer Sicht als perfekte Kugel betrachtet werden kann. So, Earth, throughout its life, even when it formed, it was spinning. And it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere, it's oblate. And officially it's an oblate spheroid, that's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby's a good way. It's like pear-shaped. Yeah. But cosmically speaking, we're practically a perfect sphere. Den Teil schneiden Flacherdler aber gerne weg, wenn sie den Ausschnitt zeigen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. But cosmically speaking, we're practically a perfect sphere. Did you hear that? Did you hear what he said? Cosmically speaking, we're a perfect sphere. You have very conveniently ignored this last sentence to promote this stupid idea that somehow scientists think that the Earth should look like a f***ing pear. You are all dishonest. Aber schauen wir mal weiter. 1987, als auch Christian Huygens im Jahr 1690, vertraten die Ansicht, dass die Erde eine an den Polen abgeflachte Ellipse sei und konnten sich so einen Reim auf Beobachtungen machen, die nicht passten. Zu diesen Beobachtungen gehörten die von Jean Richer im Jahr 1672 beobachtete merkwürdige Verzögerung einer Pendeluhr in Cayenne, Französisch-Guayana, die in Paris geeicht worden war, und die unerklärliche Tatsache der Verkürzung des Sekundenpendels. Er stellte fest, dass bei gleicher Pendellänge eine Pendeluhr am Äquator langsamer geht als in höheren Breiten.
diese Theorie. Das ist richtig und auch ein sehr interessanter Punkt, wie ich finde. In meinen Videos habe ich ja schon öfter auf die Tatsache verwiesen, dass eine an den Polen geeichte Waage ein geringeres Gewicht anzeigt am Äquator für eine Testmasse. Der Grund ist die größere Fliehkraft am Äquator, aber auch der größere Abstand zum Massezentrum der Erde. Weitere Einflussgrößen sind etwa noch lokale Dichteschwankungen des Materials unterhalb des Standorts. All diese Größen haben einen Einfluss auf die Erdbeschleunigung. Und all diese Einflüsse widersprechen der Vorstellung einer stationären, flachen Erde, auf der es ja weder eine Fliehkraft noch eine Massenanziehung geben soll. Auf einer flachen Erde würde ein Uhrenpendel also keine derartigen, standortbezogenen Abweichungen zeigen. Im Grunde ist so ein Pendel eine Art Gravimeter, ein Messgerät für die schwere Beschleunigung. Allerdings funktioniert das nur richtig bei kleinen Auslenkungen. Die Periodendauer eines Pendels hängt in diesem Fall nur von der Länge des Pendels sowie der Erdbeschleunigung ab. Diese kann man also leicht bestimmen über eine Messung der Schwingungsdauer. Da die Erdbeschleunigung nicht an jedem Standort gleich ist, gehen gleich lange Pendel an unterschiedlichen Standorten unterschiedlich schnell. Diese Beobachtung konnte Isaac Newton korrekt erklären. Ferner war seine Überlegung auch im Einklang mit der Beobachtung von Himmelskörpern. Denn auch sie sind aufgrund der Fliehkraft Rotationsellipsoide. Die sich langsam drehende Sonne ist kreisrund, während der sich schnell drehende Jupiter deutlich sichtbar abgeplatteter erscheint an den Polen, selbst mit schlechterem Equipment. Die Theorie schien zu stimmen, aber die Messung des Meridianbogens durch Jean Picard in den Jahren 1669 und 1670, die später von Gian Domenico Cassini und dann von seinem Sohn Jacques Cassini fortgesetzt wurden, widersprachen der Theorie der Abflachung der Pole. Das ist nicht richtig. Wir haben ja vorhin schon gesehen, was es mit dem Meridianbogen auf sich hat. Man bestimmt den Breitengrad an zwei Standorten, die auf einem Längengrad liegen, und teilt die Strecke durch die Differenz der Breitengrade. Jean Picard hatte einen solchen Meridianbogen in Frankreich bestimmt, mit einer bis dahin nicht erreichten Präzision. Damals hatte man natürlich nicht einfach auf sein Smartphone geschaut und mit GPS den Breitengrad bestimmt. Wie am Anfang bereits gezeigt, kann der Breitengrad zum Beispiel über die Sonne bestimmt werden, was so nur auf einer kugelförmigen Erde funktioniert. Auch über Sterne lässt sich der Breitengrad abschätzen. Der Polarstern liegt etwa fast auf dem nördlichen Himmelspol. Da er sehr weit entfernt ist, kommen seine Strahlen parallel an. Wie man anhand einer einfachen Skizze sehen kann, entspricht der Höhenwinkel also ziemlich genau dem Breitengrad. Das kann auch jeder selbst mal ausprobieren. Mit einem einfachen Winkelmesser oder mit dem Handy und einer App, die die Neigung misst. Wenn ihr den Polarstern über die Kante des Handys anpeilt, entspricht die Neigung ungefähr dem Breitengrad. Auch das funktioniert so nur auf einer kugelförmigen Erde. Wir hatten uns ja vorhin schon angeschaut, wie sich die Sichtbarkeit der Sternbilder ändert bei einer Bewegung in Nord-Süd- bzw. Süd-Nord-Richtung. Den Polarstern hatte ich dabei nicht umsonst anvisiert. Hier zeigt uns Stellarium den Höhenwinkel an. Vergleich den mal mit dem Breitengrad des Beobachtungsstandorts. Wie man sieht, stimmen die Werte ganz gut überein. Picard konnte nun vergleichsweise präzise Messungen anstellen, indem er Zielfernrohre für die Sternpeilung verwendete. Damit wurde ein mittlerer Erdradius von 6372 Kilometern bestimmt. Diese Messung hatte Newton nicht widerlegt, im Gegenteil. Newton hatte auf Basis dieses Wertes seine Gravitationstheorie erst richtig überprüfen können. Die Sache mit der Abplattung kam erst später. Dazu schauen wir uns mal an, was es genau mit den Meridianbögen und der Abplattung auf sich hat. Denn wenn die Erde nicht perfekt kugelförmig ist, sind die Meridianbögen vom Standort abhängig. Bei einer Abplattung an den Polen sollten Meridianbögen, die man weiter entfernt vom Äquator gemessen hat, größer sein. Ich habe hier in Google Earth mal einen kompletten Längengrad abgesteckt, alle 10 Grad. Als nächstes habe ich aus den Messstrecken und den Breitengraddifferenzen die Meridianbögen berechnet. Obwohl die Erde hier perfekt kugelförmig erscheint, sind die Meridianbögen tatsächlich nicht exakt gleich groß.
Zwar liegen die Werte immer noch sehr nah beieinander, weil die Erde eben annähernd eine perfekte Kugel ist, aber es ist doch sehr wohl ein kleiner Unterschied zu erkennen. Das ist ein Plot der Meridianbögen in Abhängigkeit vom Standort. Man erkennt ein deutliches Muster. Die Bögen werden zu den Polen hin länger. Genau das würde man erwarten bei einer Abplattung an den Polen. Wenn wir uns noch einmal die Zahlen anschauen, stellen wir fest, dass die Bögen auf der Südhalbkugel minimal größer sind. Und genau das meinte Tyson mit der Metapher von der Birnenform. And officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. Dennoch sind die Abweichungen so winzig, dass die Erde aus der Distanz wie eine perfekte Kugel aussieht. But cosmically speaking, we're practically a perfect sphere. Aber schauen wir mal weiter. 1670 und 1670, die später von Gian Domenico Cassini und dann von seinem Sohn Jack Cassini fortgesetzt wurden, widersprachen der Theorie der Abflachung der Pole. Sie stellten fest, dass die Länge eines Breitengrades im nördlichen Teil kürzer ist als im südlichen Teil, sodass die Erde nach ihren Erkenntnissen ein längliches Sphäroid ist, das heißt höher als breit. Ganz im Gegensatz zu den Postulaten von Newton und Huygens. Diese Darstellung ist natürlich auch wieder völlig übertrieben. Was Cassini gemacht hat, war folgendes. Der Meridianbogen von Picard in Frankreich wurde nach Norden und Süden hin verlängert. Anschließend wurde eine weitere Breitengradmessung in der Mitte durchgeführt. Dadurch hatten sie also zwei Meridianbögen, die direkt aneinander angrenzten, einen nördlichen und einen südlichen. Bei der Bestimmung eines Meridianbogens gibt es, wie bei jeder Messung, diverse Unsicherheiten, die die Genauigkeit des Ergebnisses beeinflussen. Sowohl bei der Vermessung der Streckenlänge als auch bei der Messung der Breitengrade. Jetzt schauen wir uns noch einmal den Plot an. Wie erwähnt, lagen die Meridianbögen Cassinis direkt nebeneinander. Gerade hier sind die zu erwartenden Abweichungen aber sehr gering. Im Rahmen der damaligen Messunsicherheiten konnte man diesen kleinen Unterschied gar nicht erkennen. Die Messung war also überhaupt nicht geeignet, um eine eindeutige Aussage zu treffen. Es existierten also gar keine Meridianbögen, die die eine oder die andere Auffassung hätten belegen können. Die Franzosen gingen von einer Abplattung am Äquator aus, die Engländer von einer Abplattung an den Polen. Im Video wird man einfach so zurückgelassen und es wird gar nicht erwähnt, wie es denn weitergegangen ist. Also, wie hat man dieses Problem nun gelöst? Na, ganz einfach. Wie dem Plot zu entnehmen ist, waren die zu erwartenden Unterschiede größer, wenn die Messstandorte möglichst nah am Äquator bzw. möglichst nah an einem der Pole liegen. Also haben die Franzosen, um die Frage endgültig zu beantworten, zwei Expeditionen organisiert. Einmal nach Lappland im Norden und einmal nach Peru im heutigen Ecuador. Die zu erwartenden Unterschiede sind so groß, dass sich selbst im Rahmen der Unsicherheiten eine eindeutige Aussage treffen lässt. Und die Ergebnisse haben eindeutig Newton bestätigt, die Erde ist an den Polen abgeplattet. An diesem Beispiel sieht man auch schön korrektes wissenschaftliches Verhalten, welches man bei Flacherdlern leider vermisst. Die Franzosen gingen von einer Abplattung am Äquator aus. Um das zu überprüfen, haben sie aufwendige Expeditionen organisiert. Die Ergebnisse haben ihrer eigenen Vorstellung widersprochen. Daher haben sie sie geändert, entsprechend der Resultate. Und so geht Wissenschaft. Nicht so bei Flacherdlern. Man denke etwa an den Flacherdler, der mit einem hochpräzisen Gyroskop beweisen wollte, dass sich die Erde angeblich nicht dreht. People in the community actually purchased one for $20,000. But what we found is when we turned on that gyroscope, we found that we were picking up a drift. A 15 degree per hour drift. Now. Nachdem er nun eine Drift gemessen hatte, die exakt so zu erwarten ist aufgrund der Erdrotation, hat er nicht etwa seine Hypothese verworfen, sondern einfach eine Ad-hoc-Erklärung aus dem Hut gezaubert. Obviously we were taken aback by that. Wow, that's kind of a problem, right? That's kind of a problem, right? We obviously were not willing to accept that, and so we started looking for ways to disprove that it was actually registering the motion of the Earth and that it in fact was registering the motion of the sky. So the next thing that we set out to do was to encase
the fiber optic gyro in what's called a zero Gauss chamber to see if we could actually shield the energies being generated by the heaven. And we were unsuccessful with that, unfortunately. Er habe nicht die Erdrotation gemessen, sondern irgendwelche Energien des Himmels. Also das kann man sich nicht ausdenken. Die Frage nach der Abplattung war nun also endgültig geklärt. Im Laufe der Zeit wurden natürlich noch zahlreiche weitere, immer genauere Messungen durchgeführt und haben das Bild bestätigt und immer weiter verfeinert. Diese Widersprüche haben viele zu der Annahme veranlasst, dass die Erde eine Geode ist, die keine bestimmte Form hat. Was? Eine Geode ist ein Gesteinshohlraum. Ich grüße euch, Geodologenkollegen! Er meint hier wahrscheinlich den Geoid. Und der hat natürlich auch eine Form, halt nur eine komplexere. Meine Geode soll zur Kenntnis genommen werden, du liebe Zeit! Und es gab auch keine Widersprüche. Der Geoid ist eine weitere Stufe der Verfeinerung, eine extrem genaue Bezugsfläche, wie sie etwa für zentimetergenaue Navigation benötigt wird. Denn natürlich ist die Erde auch kein perfekter Rotationsellipsoid. Durch lokale Dichteanomalien, Lotabweichungen in Gebirgen etc. kommt es auch zu kleinen Anomalien im Schwerefeld. Sie sind vergleichsweise winzig, aber für exakte Höhen- und Standortmessungen im Zentimeterbereich relevant. Hier sprechen wir von der Form der Erde in einem enormen Detailgrad, vermessen mit extremer Präzision, weit entfernt von der Frage, ob flach oder kugelförmig. Auch hier wird wieder eine völlig übertriebene Darstellung gezeigt. Niemand behauptet, dass die Erde so aussieht. Das ist ein Plot der gemessenen Anomalien des Schwerefelds, verstärkt um einen Faktor über 10.000. Ohne diese Verstärkung würde man natürlich einfach eine Kugel sehen. Leider trägt hier auch der Journalismus durch reißerische Titel zu Verwirrungen bei. Die Welt titelte etwa in Bezug auf einen ähnlichen Plot plakativ: Die Erde sieht tatsächlich aus wie eine Kartoffel, was natürlich Quatsch ist. Aber Leute, die nur die Überschriften lesen, zu falschen Annahmen verleiten könnten. Erst im Text wird erwähnt, dass es sich um eine 10.000-fach übersteigerte Darstellung handelt. Also nein, die Erde sieht nicht aus wie eine Kartoffel oder eine Birne, sondern einfach wie eine Kugel. So. Derzeit zeigt uns die NASA einige angebliche Fotos der Erde, die aber in Wahrheit vom Computer erstellt wurden und nicht die wahre Form unseres Planeten widerspiegeln. Ah ja, da haben wir des Flacherdlers Lieblingsbehauptung und wir sind ganz tief drin im Verschwörungssumpf. Es wird wieder einmal einfach behauptet, dass halt alle Aufnahmen der Erde mit Computern gefälscht worden wären. Ein Beleg für diese Behauptung wird nicht angeführt. Insbesondere hätte mich eine Erklärung interessiert, mit welchem Computer die Analogaufnahmen aus den 60er und 70er Jahren erstellt wurden. Es würde mich auch interessieren, wie der Videoersteller die Behauptung begründet, dass die Aufnahmen nicht die Form der Erde widerspiegeln würden. Doch, das tun sie. Die Aufnahmen zeigen eine kugelförmige Erde, so wie sie schon tausende Jahre zuvor von den alten Griechen belegt und durch unzählige, immer präzisere Messungen im Laufe der Jahrhunderte bestätigt wurden. Ja, man kann in Weltraumaufnahmen sogar die geringe Abplattung messen. Walter Bislin hat dazu mal einen schönen Blog-Eintrag geschrieben, den ich in der Beschreibung verlinke. Er hat zunächst eine Aufnahme gesucht, die mit einem geostationären Satelliten erstellt wurde, sodass sich die Kamera genau über dem Äquator befindet. Zudem hat er den Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche gewählt, da dann die Erde gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Ferner handelt es sich um eine Infrarotaufnahme, in welcher der Kontrast höher ist. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine perfekte Kugel. Wenn man aber pixelgenau misst, stellt man fest, dass die Erde tatsächlich ein paar Pixel breiter als hoch ist. Das Verhältnis stimmt im Rahmen der Unsicherheiten mit der zu erwartenden Abplattung überein. Aufnahmen aus dem Weltraum bestätigen also das, was man auch auf dem Boden messen kann. Ganz zu schweigen von den vielen Unregelmäßigkeiten und seltsamen Verhaltensweisen der Astronauten auf der ISS. Auch das ist eine typische Flacherdmanipulation, also allein schon von der Logik her. Was haben angebliche Unregelmäßigkeiten in Aufnahmen von Astronauten mit der Form der Erde zu tun? Darüber hinaus existieren diese Unregelmäßigkeiten nicht.
Es handelt sich stets um irgendwelche manipulativen Ausschnitte aus stundenlangen Streams, in die irgendwas hineininterpretiert wird. Welche Unregelmäßigkeit soll denn der gezeigte Clip belegen? Der eine Astronaut will den anderen nach seinem Salto stabilisieren und hält dabei kurz die Hosenfalte fest. Ja, sensationell. In anderen Videos wird etwa ein Ausschnitt wie dieser gezeigt und behauptet, man hätte einen Schlüssel fallen lassen, was ja in der Schwerelosigkeit nicht geht. Dabei stammte das Geräusch gar nicht von dem Schlüssel, der nie fallen gelassen wurde. Netteson hat das in diesem Video schön gezeigt. So, hier siehst du André Kuipers, wie er da gleich an der Wand rumfummelt. Und dann fällt ihm halt das Ding unter. Passiert. So. Und danach wird mit Sicherheit nur zu sehen sein, wie er das Teil wieder aufhebt. Und mehr nicht. Weil sonst wäre der Schnitt an der Stelle ja eine ganz miese Nummer. Und sowas macht der Markus einfach nicht. So, jetzt dreht er da und klack. Dann bückt er sich und... Moment. Habe ich das richtige Video? Warte mal zurück. Was ist das denn? Fällt dir gar nichts runter. Aber. Moment. Dieses Geräusch, das kenne ich doch. Das klingt wie das hier. Verschluss von einem Schrank. Wenn man den entriegelt, klingt genauso. Klack, macht es. Hä? Moment. Der Kuipers, der hat einfach nur den oberen Verschluss auf ihm gemacht. Und dann den unteren. Aber wieso, zeigt der Markus das nicht? Markus? Sämtliche derartigen Behauptungen von angeblichen Unregelmäßigkeiten auf der ISS halten einer genaueren Überprüfung nicht stand. Warum gibt es am Nordpol Sperrgebiete? Und warum sind Expeditionen zum Südpol verboten? Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Nein, wir haben sie uns nur ausgedacht. Ach, wo ist Jonathan Frakes, wenn man ihn braucht? Zum einen muss man nicht an den Polen sein, um sich die Form der Erde zu erschließen. Das haben schon die alten Griechen vorgemacht. Expeditionen zum Südpol sind nicht verboten. Es gab bereits zahlreiche. Ja, man kann sogar einen Trip zum Südpol als Reise buchen. Ist es möglich, dass es jenseits des Eises andere Zivilisationen gibt? Nein, es gibt auch Überflüge über den Südpol. Da sieht man hunderte Kilometer weit und erblickt keine Landschaft mit Pyramiden und Palmen. Oder vielleicht andere Welten unter unseren Füßen? Ah, jetzt kommt der Schwenk von der flachen Erde zur Hohlerde. Wir wissen nur, dass wir in einer Welt der Täuschung leben, in der nichts so ist, wie es scheint, und die Lügen werden immer offensichtlicher. Das Wissen wird zum Nutzen einiger weniger eingesetzt, während die Menschheit in Lügen und Unwissenheit versinkt. Ja, das übliche Verschwörungsmantra darf natürlich auch nicht fehlen. Ihr werdet alle belogen und eine böse Elite profitiert davon. Nur wir würden niemals lügen. Für die große Mehrheit ist die Form der Erde nur eine Glaubensfrage, denn niemand hat sie in ihrer Gesamtheit gesehen. Nein, die große Mehrheit weiß um die Kugelgestalt. Eine Kugel kann man auch nicht in ihrer Gesamtheit auf einmal sehen. Wenn er allerdings meint, dass niemand die Erde so wie dargestellt gesehen hätte, lügt er. Denn sämtliche Astronauten bei den diversen Mondmissionen haben die Erde so gesehen. Und natürlich braucht man auch nicht irgendwelche Aufnahmen, um die Kugelgestalt der Erde zu belegen. Das ist ja auch eine völlig absurde Denkweise, dass man quasi erst etwas für real hält, wenn man es auch mit bloßem Auge gesehen hat. Also nach dieser Logik durften ja Blinde überhaupt nichts für real halten. Also muss jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Ja, und das ist doch hier irgendwie ein passendes Ende. Es waren irgendwelche Behauptungen und Vermutungen in den Raum geworfen. Und anstatt sie einzuordnen, wird man dazu aufgefordert, eigene Schlüsse zu ziehen. So, wir haben es geschafft.
Dieses Video war mal wieder ein erschreckendes Beispiel dafür, wie durch falsche Behauptungen und Manipulationen Leute in die Irre geführt werden sollen. Also ich hoffe, man konnte die dabei eingesetzten Methoden durchschauen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich nochmal explizit bei allen, die meinen Kanal unterstützen, entweder über Kanalmitgliedschaften oder Patreon. Das hilft mir doch sehr weiter und da freue ich mich sehr drüber. Ja, wenn ihr den Kanal noch nicht unterstützt, aber es eventuell in Erwägung zieht, in der Beschreibung habe ich noch einen Link zu Patreon und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal meinen Discord-Server besuchen, würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. Okay, also dann macht's gut.